unsere Freundin Miriam Mahn, deren schöpferische Kraft, Klugheit, Witz und Resilienz wir bewundern. Miriam Mahn verlässt die grüne Stadtverordnetenfraktion und tritt zum 1. April 2024 in die Fraktion Ökolinks 11 im Römer ein. Was alles hinter den Kulissen der Grünen Partei und des Römers geschah, bis sie so entschied, wird sie Ihnen jetzt selbst erzählen. Sie werden leicht erkennen, wie viel politischen Sprengstoff diese Ereignisse und das, was sie schildern wird, erzählen. In den letzten 3 Jahren habe ich von mehreren Mitgliedern der Frankfurter Grünen das diskriminierendste und undemokratischste Verhalten innerhalb der gesamten Grünen Partei erlebt. Anfangs verhielten sich nur einzelne grüne Stadtverordnete mir gegenüber beleidigend, diskriminierend, undemokratisch und rassistisch. Aber ich lernte schnell, dass es sich um eine diskriminierende Struktur in der Fraktion und in der Koalition handelte, die von diesen Personen aufrechterhalten wurde. Frisch ins Stadtparlament gewählt, schrieb ich meinen ersten Antrag zur Ächtung der beiden rassistischen Begriffe N-Wort und M-Wort. Mein Antrag geriet in die Koalitionsrunde, wo ihn die FDP sofort ablehnte. Monatelang wurde der Antrag zwischen den Grünen und der FDP verhandelt und es verging keine Sitzung ohne rassistische Äußerungen. Im Januar 2022 stand der Antrag zur Ächtung des N-Wort und des M-Wortes auf der Tagesordnung der Plenarsitzung. Ich erklärte, dass ich als schwarze Frau nicht wie die restliche Koalition für Zurückstellung votieren werde, sondern den Antrag diskutieren und gerne bei einer namentlichen Abstimmung annehmen wollte. In der Fraktion entbrannte daraufhin eine hitzige Debatte über Fraktionsdisziplin. Die Mehrheit der Grünen-Fraktion entschied, mich aus der Plenarsitzung auszuladen. Die grüne Stadtverordnetenvorsteherin Hilleme Aslana verlangte eine E-Mail von mir, in der ich mich bei ihr für das Plenum krank melden sollte. Das habe ich nicht getan. Ich war nicht krank. Trotzdem meldete mich die Fraktionsvorsitzenden krank und stellten geschlossen den antirassistischen Antrag zurück. Danach durfte ich über ein Jahr nicht mehr für meine Fraktion sprechen. Im Sommer 2022 sollte das Parlament den Oberbürgermeister Feldmann abwählen. Ich brach vor der Abstimmung wegen eines medizinischen Notfalls auf der Toilette zusammen, wo ich von einer Fraktionskollegin gefunden und ins Krankenhaus gefahren wurde. Dort nahm man mich sofort stationär auf. Währenddessen verlangten einige Mitglieder der Koalition, unter anderem Hilleme Aslana, Dana Kube, Beatrix Baumann und Christoph Rosenbaum, meinen Parteiausschluss, weil sie unterstellten, dass ich der Abstimmung absichtlich fernblieb. Im Frühjahr 2023 gab ich meine Kandidatur für die Europaliste bekannt. Die Auseinandersetzungen eskalierten. Der grüne Parteivorsitzende Omid Nuripur erklärte den Sprecherinnen der Frankfurter Grünen, dass es zur Priorität gemacht werden müsse, mich als Kandidatin für Frankfurt zu verhindern, mit allem, was nötig sei. Auf der Bundesdelegiertenkonferenz im November 2023 erreichten die politischen und rassistischen Übergriffe in den Grünen gegen mich einen Höhepunkt. Schon am Vortag gab es vielfältige, unangenehme Versuche, mich von meiner Kandidatur abzuhalten. Der grüne hessische Landtagsabgeordnete Markus Bocklet verleumdete gegenüber Delegierten meine Arbeit als Stadtverordnete und stellte sie grob fahrlässig falsch dar. Er hat noch nie mit mir gesprochen, aber er verbreitete sogar Lügen über meine Lebensgeschichte. Sabine Döpfner, Frankfurter Unternehmerin und Sprecherin der Grünen im Nordend, stürmte auf mich zu, stieß mich und schrie mich an. Sie riss mir meine Rede aus der Hand, Teile zumindest davon. Während meiner kurzen Rede kam es dann noch zu gezielten akustischen Störmanövern. Ich musste freisprechen, da mir Teile meiner Rede fehlten. Später wurden mir Screenshots weitergeleitet, die belegten, dass unter anderem die hessische grüne Landesvorsitzende Sigrid Erfurth Delegierte bedroht hatte, damit sie mich nicht wählen. Mitglieder der grünen Jugend, die mich unterstützen wollten, wurden bis auf die Toilette verfolgt und bedroht, um sie davon abzuhalten, für mich zu stimmen. In meinen wildesten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die grüne Partei zu solchen Maßnahmen greifen würde, um meine demokratische Wahl zu verhindern und dass das ohne Konsequenzen bleiben würde. Daraus ziehe ich jetzt die Konsequenz. Warum gehe ich zu Ökolinks 11 im Römer? Jutta Dittfurth und Manfred Ziran haben sich in den letzten 3 Jahren als konsequente Antifaschistinnen bewiesen.
Auch durch inhaltliche Arbeit innerhalb des Kulturausschusses habe ich mich über die Jahre mit Jutta Dittfurth angefreundet. Nicht zu unterschätzen, dass die oberste Bürgerin der Stadt, die Stadtverordnetenvorsteherin, die Grüne, so Grüne ist, an Fraktionssitzungen teilnimmt, mehr oder weniger regelmäßig, weiß ich nicht, dann einen Vorschlag macht, wie man eine Stadtverordnete entrechtet und ihr aufnötigt, sich krank zu melden, obwohl sie nicht krank ist, damit sie dort nichts Unpassendes sagt. Ich habe hier auch absichtlich nur die Sachen aufgeschrieben, die ich auch wirklich entweder mit Audioaufnahmen oder Screenshots belegen kann. Es ist noch sehr viel mehr vorgefallen, aber ich glaube, das reicht, um zu verstehen, wie die Stimmung war und wie der Druck auch herrscht und wie auch mit anderen Abgeordneten, jungen Abgeordneten, die sich mit mir solidarisiert haben, im Nachhinein umgegangen wurde. Aber schon als wir die Koalition mit der FDP gegen große Widerstände der Basis durchgedrückt haben, habe ich gesagt, dass ich Zweifel daran habe, ob mit dieser Koalition das nächste Hanau zu verhindern ist. Und 3 Jahre später bin ich mir sehr sicher, dass mit dieser Koalition das nächste Hanau nicht zu verhindern ist. Und die Grünen denken, das einfach aussitzen zu können. Taten haben Konsequenzen und die Grünen wollten keine ziehen und das hier ist meine. Aber gegen diesen Rechtsruck werden wir jetzt gemeinsam kämpfen. Ja. Jawohl, aus der Opposition. Sehr verstärkt.